Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heute fahren wir fort, liebe Geschwister, mit unserer wunderschönen Vortragsreihe über die Geschichte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denke daran, ich muss dich nicht immer daran erinnern, mache die Salawat. Wenn du hörst, der Prophet, dann sagst du sallallahu alaihi wasallam. Wer verdient es mehr, dass Segnungen über ihn gesprochen werden, als der Gesandte Allahs, der beste Mensch unter der Sonne Allahs, Azza wa Jal, gewesen ist. Und das letzte Mal haben wir gestoppt, liebe Geschwister, als wir über die gewaltigste Geschichte erzählt haben, und wahrlich, sie war ein Zeichen seines Prophetentums, dass das Herz vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von zwei Engeln, die in Menschengestalt zu ihm gekommen sind, herausgenommen wurde und ein kleines schwarzes Stück von diesem Herzen entfernt wurde. Ihr könnt euch erinnern, das letzte Mal, wir werden es gerne wiederholen, auch für die neuen Zuschauer. Es war der Anteil, den Shaitan gehabt hätte am Herzen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieser wurde entfernt und damit war kein Weg mehr für den Shaitan offen, um den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beeinflussen. Und wahrlich, Allah ist in der Lage, alles zu tun. Stellt euch nur vor, liebe Geschwister, das Herz wird einfach herausgenommen von einem Menschen und trotzdem, nachdem es wieder eingesetzt wurde, lebte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganz normal. Ist so ein Eingriff, ein menschlicher Eingriff. Das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Und hier siehst du, dass das Leben und der Tod nur in der Hand von Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala sind. Daher wisse, wer dein Schöpfer ist. Und wisse, wem du dich vollständig unterwirfst. Und wisse, dass er es ist, der Yawmul Qiyamah, am Tage der Auferstehung, über dich und mich entscheiden wird. Und niemand ist da, der dir helfen kann an diesem Tag. Wende dein Gesicht in Richtung des Schöpfers, der der Barmherzigste ist und der niemals überdrüssig wird, dem niemals langweilig wird, dass er dir und mir vergibt. Möge Allah Azzawajal uns alle unsere Sünden vergeben. Das war ein gewaltiger Eingriff in der Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dort sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und wir haben gesagt, liebe Geschwister, dass als dieser Eingriff passiert ist, Al-Harith, der Mann von Halima, du weißt noch, wer Halima war, Halima Sa'diya war die Stillmutter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Klammer auf, Klammer zu, sie war nicht die einzige. Es gab noch eine andere Thuwayba, das hatten wir nicht erwähnt gehabt, weil die bekanntere unter den Stillmüttern Halima gewesen ist. Nichtsdestotrotz gab es zwei Stillmütter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und Al-Harith, der Mann von Halima Sa'diya, als er mitbekam, welches Ereignis sich abgespielt hat, in dem dieses mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgenommen wurde, in dem sein Herz herausgenommen wurde, so bekam er es mit der Angst zu tun und er fand es besser, dass sie diesen Jungen wieder zurückschicken. Und so werden wir heute bi'idhnillah ta'ala an dieser Stelle fortfahren. So brachte er ihn wieder zurück zu seiner Mutter. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war zu dem Zeitpunkt circa 6 Jahre alt gewesen. Natürlich, wenn wir diese Zahlen nennen, liebe Geschwister, manchmal gibt es keinen klaren Beweistext, so sagen wir circa, weil das ungefähr in dieser Spanne gewesen sein muss. Denn wir haben uns darauf geeinigt, dass wir versuchen, nur eine authentische Geschichte vom Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erzählen. Und wann auch immer ich erwähne, es wurde gesagt, circa, dann wisst ihr, es gibt hier zwar keine deutlichen Beweise, aber das ist das, was meistens die meisten Gelehrten gesagt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, vergiss die Salawat nicht, er kam wieder zurück zu seiner Mutter. Und so reiste sie mit ihm, mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, nach einiger Zeit nach Medina, um dort seine Onkel zu besuchen. Und das ist eine wunderschöne Eigenschaft, die die Araber damals besessen haben, und sie ist geblieben bis zu dem heutigen Tage, dass sie sich sehr um die Verwandtschaftsbande kümmern. Und diese Verwandtschaftsbande, liebe Geschwister, ist nicht eine Sache,
über die der Muslim einfach hinwegsehen darf. Wie viele Leute haben Streit mit ihren Eltern? Wie viele Leute haben Streit mit ihren Ehefrauen? Wie viele Leute haben Streit mit ihren Kindern? Und du siehst, dass sie ihre Lieblinge, die nahestehendsten Personen, für lange Jahre meiden, bis sie in das Grab hereingehen und manche sogar noch, bevor sie sterben, zu ihren Familien sagen, du darfst nicht mit meinem Bruder sprechen, du darfst nicht mehr mit meiner Schwester sprechen, du darfst nicht mehr, das sagen sie ihren Kindern vor dem Tod, mit meinem Vater oder mit meiner Mutter sprechen. Das sind üble Erben, die sie an ihre Nachkommenschaft weitertragen. Denn das ist nichts anderes als Sünde, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mein und dein Liebling, er sagte, لا يدخل الجنة قاطع الرحم. Derjenige, der die Verwandtschaftsbande bricht, wird nicht das Paradies betreten. Wer die Verwandtschaftsbande bricht, so wird er nicht das Paradies betreten. Und das ist eine schwere Androhung vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, zumal die Verwandtschaftsbande eine sehr wichtige Stütze und eine wichtige Basis im Leben von einem jeden ist, liebe Geschwister. Und ihr erinnert euch, mit wem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Dawah angefangen, wenn nicht mit seinen engsten Leuten? Und Allah azza wa jal hat es ihm befohlen, dass er erstmal Dawah macht, dass er erstmal diejenigen zum Weg der Rechtleitung ruft, die ihm am nächsten stehen. Und wahrlich, das sind die Leute, bei denen wir den größten Einfluss haben. Subhanallah, wie viele Leute vernachlässigen es? Mit ihrem Bruder, mit ihrer Schwester, mit ihrem Onkel, mit ihrer Tante, mit ihrem Vater oder mit der Mutter Dawah zu machen. Und das sind die Leute, die dir am engsten stehen. Möchtest du nicht, dass dein Vater in das Paradies geht? Und Wallahi, ich bin jedes Mal traurig, wenn ich manchmal höre von Geschwistern, die konvertiert sind. So frage ich ihn nach dem Zustand seiner Eltern und ich frage ihn, welche Beziehung habt ihr zu ihnen? So hörst du von manchen Leuten, ach, der ist sowieso ein Kafir. Und wenn er jemand ist, der nicht an Allah und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam glaubt, heißt das, er muss unbedingt als Kafir sterben? Oder ist das nicht unsere Aufgabe, liebe Geschwister, dass wir uns bemühen, für die Leute, die auch einen großen Anteil an unserem Leben haben, für Leute, die sich um unsere Angelegenheiten gekümmert haben, für Leute, die uns geliebt haben. Sind sie es nicht wert, dass wir uns um sie kümmern? Natürlich sind sie es wert und daher ist es sehr, sehr wichtig. Und mich hat damals die Geschichte von einer konvertierten Schwester beeindruckt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie reichlich belohnen. Sie hatte eine Mutter gehabt, die keine Muslima war. Und sie hat jeden Tag mit ihr Dawah gemacht. 30 Jahre lang haben du und ich so viel Geduld. 30 Jahre lang hat sie ihre Mutter immer wieder zum Weg der Rechtleitung. Und der einzige Weg der Rechtleitung ist nur der Islam. Sie hat sie immer wieder zu diesem Weg aufgerufen, bis nach 30 Jahren die Mutter gesagt hat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bei Allah, wenn diese Schwester mir gesagt hätte, das ist die Person, die ich liebe und deswegen wünsche ich für sie das Beste und daher werde ich sie nicht einfach so von der Welt gehen lassen, bis sie dieses gewaltige Glaubensbekenntnis bekundet hat, so glaube ich ihr, dass wahrlich eine Liebe zwischen ihr und der Mutter war. Aber wie ist das mit uns, liebe Geschwister? Gehöre nicht dazu, dass du einfach deine Eltern vernachlässigst, dass du deine Geschwister vernachlässigst, dass du deine Lieblinge vernachlässigst, auch deine Freunde und Bekannte. Sie haben ein Recht darauf, dass sie zu dem Weg der Rechtleitung gerufen werden. Du weißt nicht, für wen Allah Azza wa Jal die Rechtleitung geschrieben hat. Wallahi al-Azim, ich selber habe mich einmal ertappt, wie ich mich selber kritisiert habe nach dieser Aktion. Es gab damals eine Person, ein türkischer Bruder, er hatte nicht viel mit der Religion zu tun. Und wenn jeder von uns ehrlich ist, dann sagt er sich, wird dieses überhaupt Sinn haben, mit dem und dem Dawah zu machen. Und so habe ich, und möge Allah Azza wa Jalla mir vergeben, so habe ich vorschnell geurteilt, dass es sehr schwer ist, mit dieser Person Dawah zu machen. Bis ich ihn einmal in der Moschee gesehen habe. Wisst ihr, was ich empfunden habe, liebe Geschwister? Ich habe so eine Reue empfunden, dass ich gesagt habe, Subhanallah, wer bist du, dass du, auch wenn du es nur in deinem Herzen gemacht hast, dass du über Leute urteilst, dessen Ausgang nur Allah Azza wa Jal kennt. Dieser Bruder,
ist in die Moschee gekommen. Wer hätte das gedacht? Niemand hätte es für möglich gehalten. Wer hätte es für möglich gehalten, dass ein Umar ibn al-Khattab radiallahu anh den Islam annimmt? Wer hätte es für möglich gehalten, dass Khalid ibn Walid, der Sohn von Walid ibn Mughira, einer der, wal-iyadu billah, einer der schlimmsten der Kuffar war? Wer hätte dieses gedacht, dass diese Leute den Islam annehmen? Und siehe, walhamdulillahi rabbil alamin. Heutzutage haben wir diese wunderschöne Sache, dass wir in fast jedem Haushalt jemanden finden, der sich mit dem Islam beschäftigt und die anderen zum Guten ruft. Möge Allah Azzawajal uns die Kraft geben, dass wir die Leute auf barmherzige und beste Art und Weise immer zum Islam rufen. Allahumma amin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er reiste mit seiner Mutter, während er ungefähr 6 Jahre alt war, nach Medina zu seinem Onkel. Und so haben sie besucht, und als sie dann entschieden haben, zurückzukehren nach Mekka, zu ihrem Heimatort, ist mitten auf dem Weg die Mutter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstorben. Amina bint Wahb ist gestorben. Und der Einzige, der mit ihr zusammen war an diesem Tag, war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Alter von circa 6 Jahren. Sein Vater hat er nie gesehen, denn Wallahu ta'ala ala wa alam, als er geboren wurde, war sein Vater schon bereits tot. Und als er 6 Jahre alt gewesen war und mit seiner Mutter den Heimweg angetreten hat, so ist sie mitten auf dem Weg gestorben. Was für eine Prüfung, liebe Geschwister. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musste etwas erleben, was wahrlich wenig Leute erleben. Er hat alle Leute verloren, die ihm lieb gewesen sind. Und nicht nur das, die Gelehrten sagen, der schlimmste Zustand von einer Waise ist jemand, der seinen Vater oder seine Mutter nie angetroffen hat, die schon gestorben sind, wo er noch nicht geboren wurde. Und stellt euch vor, das war bei dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam der Fall mit seinem Vater. Und mit dem 6. Lebensjahr musste er eine weitere schwere Situation hinnehmen, dass auch jetzt seine Mutter Amina, die einzige, die ihm verblieben ist, vor seinen eigenen Augen gestorben ist. Eine Prüfung, die nicht jeder von uns ertragen kann. Und denke daran, o Diener Allahs, dass dieses eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala war, damit er den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf etwas Gewaltiges vorbereitet. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als seine Mutter gestorben ist, so musste er den Heimweg alleine antreten. Er ist zurückgegangen nach Mekka. Niemand war da, der ihn den Kopf gestreichelt hat. Niemand war da, der ihn schöne Wörter zusprechen konnte. Niemand war da, der ihn an die Hand genommen hat und ihm gesagt hat, ab jetzt werde ich mich um dich kümmern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging mit diesem Bild, welches sich vor ihm abgespielt hat, dass er sieht, wie seine eigene Mutter vor seinen Augen stirbt. Er ging mit diesem Bild nach Hause, und dieses Bild begleitete ihn die gesamte Zeit, bis er in Mekka angekommen ist. Später, liebe Geschwister, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba radiallahu anhum einmal an dieser Stelle waren, und es war die Stelle Al-Abwa, an dieser Stelle ist sie gestorben, das ist zwischen Medina und Mekka, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich an dieser Stelle hingesetzt, und er hat sehr viel geweint, alaihi salatu wasallam, bis Umar ibn al-Khattab radiallahu anhum ihn gefragt hat, warum er so viel weint. Er sagte zu ihm, das ist das Grab von meiner Mutter. Und ich habe Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dass er es mir erlaubt, für sie um Vergebung zu bitten. Er aber hat es abgelehnt, subhanahu wa ta'ala. Aber ich durfte weiter ihr Grab besuchen. Subhanallah, liebe Geschwister, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat doch Gefühle gehabt. Und er war ein Kind von einer Mutter, wie jedes Kind auch diese Liebe von dieser Mutter gerne wahrnehmen möchte.
Aber warum nimmt Allah Azza wa Jal ihn erstmal den Vater und dann die Mutter? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn geliebt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte später, Ana wa kafilul yatim fil janna hakada. Ich und derjenige, der sich um eine Waise kümmert, sind im Paradies so nah beieinander und er hat beide Finger übereinander gelegt. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat nicht nur, liebe Geschwister, dieses per Offenbarung gesagt. Nein, er hat das gelebt. Ich und derjenige, der sich um eine Waise kümmert, ich werde mit ihm so im Paradies sein. Allahu Akbar. Schau, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns eine frohe Botschaft offenbart hat, dass wir, wenn wir uns um eine Waise kümmern, dass es möglich ist, mit dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam im Paradies zusammen zu sein. Es sind nicht die Milliarden, die du als Sadaqa geben musst. Es sind nicht die 100 Moscheen, die du bauen musst, um mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zusammen zu sein im Paradies. Es ist nicht, dass du jeden Tag 1000 von guten Taten machst. Es ist, dass du eine Waise auswählst und dich um sie kümmerst. Und heutzutage ist dieses sehr leicht, liebe Geschwister. So sollst du dich um diese Waise kümmern. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Erfüllst du deine Aufgabe gut und kümmerst dich um diese Waise so gut es nach deinen Möglichkeiten tatsächlich auch realisierbar ist, so wirst du mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in al-Jannah im Paradies sein. Möge Allah azza wa jal uns zu seinen treuen Gefährten machen im Paradies. Allahumma amin. Also ist auch seine Mutter jetzt verstorben. Und nach kürzester Zeit hat eine gewisse Person ihn aufgenommen. Der Name von ihr war Ayman. Ayman radiyallahu anha, sie war erstmal keine Muslime gewesen, denn dieses war alles vor der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, bevor er zum Propheten berufen wurde. Sie nahm ihn auf und sorgte sich sehr liebevoll um ihn. Und sie kümmerte sich um alle seine Angelegenheiten. Wer? Ayman radiyallahu anha wa ardaha. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie wahrlich sehr, sehr geliebt. Und später, als er zum Prophetentum berufen wurde, hat er sie immer regelmäßig besucht. Er hat niemals es verpasst, diese großartige Persönlichkeit Ayman zu besuchen. Das ist ein Name, den wir uns merken sollten. Sie verstarb circa 5 Monate nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber Allah azza wa jal hat sie nicht eher von dieser Welt gehen lassen, bis sie den Islam angenommen hat. Welch großartige Ehre für diese Frau. Und sogar Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist, sagte er zu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, intaliq bina ila Ayman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yazuruha. Lass uns zu Ayman gehen, um sie zu besuchen, so wie es die Gewohnheit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam immer gewesen ist, dass er sie besucht hat. Und subhanallah, als sie bei ihr waren, so hat sie sehr viel geweint. Und dann haben sie sie gefragt nach dem Grund, warum sie geweint hat. Sie sagte zu ihnen, walakin abki anna al-wahya qad inqata'a min as-sama. Der Grund, warum ich so viel weine, ist nicht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam irgendwann verstirbt, sondern vielmehr ist der Grund, dass ich so viel weine, weil jetzt die Offenbarung aufgehört hat. Allah, solange der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelebt hat, hat immer den Leuten etwas offenbart über seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Göttliche Offenbarung. Und wie sehr muss dieses einem sein Herz berühren, dass man miterlebt, wie die Offenbarung von Allah azza wa jal herabkommt. Und diesen Genuss, dass man hört, das sind die Worte Allahs azza wa jal, gerade frisch herabgesandt worden. Ayman radiyallahu anha wa ardaha, aufgrund dieses Zustands, dass sie gemerkt hat, jetzt gibt es keine Offenbarung mehr mit dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam.
Dieses hat sie sehr traurig gemacht und deswegen hat sie sehr viel geweint. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie vor dem Tod immer regelmäßig besucht und er hat sich um sie gekümmert. Und als er verstorben ist, haben Abu Bakr und Omar sich weiter um sie gekümmert. Und so sollte eigentlich unsere Vorgehensweise sein, wenn Leute sterben, die unseren Eltern sehr nahe liegen. Denn das war die Gewohnheit von Ibn Omar radiallahu anhu. Als Omar radiallahu anhu gestorben ist, so hat er diejenigen besucht, die Omar, sein Vater, am meisten geliebt hat. Und schaut, was Abu Bakr und Omar gemacht haben. Sie haben eine Person besucht, um Ayman radiallahu anha, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie sehr geliebt hat. Subhanallah. Um Ayman radiallahu anha hat sich nicht eine lange Zeit um ihn gekümmert und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses niemals vergessen, was sie für ihn getan hat, so dass er sie immer regelmäßig besucht hat. Subhanallah. Wie viele Leute, die ihre eigenen Eltern, die nicht nur eine bestimmte Zeit für sie da waren, die das gesamte Leben für diese Kinder da waren. Was sehen wir von diesen Kindern an Verhalten gegenüber ihren Eltern? Manche besuchen ihre Eltern nicht, außer wenn die Eltern selber nach ihren Kindern fragen. Vorher kommen sie nicht zu ihnen und fragen sie auch nicht. Ein Scheich, er erzählte einmal die Geschichte von einem Mann, der, nachdem er geheiratet hat und Kinder bekommen hat, sich nicht mehr bei seiner Mutter gemeldet hat. Und die Mutter rief ihn immer an, aber er war immer beschäftigt mit seiner Familie und er hat sich nicht mehr um seine Mutter gekümmert. Wallahi, welche Erniedrigung für diese Person. So hat er eines Tages ein schlechtes Gewissen gehabt und er hat seine Mutter angerufen. Und er sagte zu ihr, oh Mutter, ich möchte heute was mit dir unternehmen. Sie hat sich sehr gewundert darüber, dass ihr Sohn sie von alleine aus angerufen hat. So sagte sie zu ihm, ist alles in Ordnung, mein Junge, weil sie hat damit gerechnet, dass irgendetwas passiert ist. Ansonsten hat er sich niemals bei ihr gemeldet. Er sagte zu ihr, oh Mama, alles ist in Ordnung, aber ich möchte dich einfach so besuchen. Wir wollen zusammen heute essen gehen. So hat diese Mutter es nicht geglaubt, was ihr Sohn zu ihr gesagt hat. Und subhanallah, als der Sohn ankam vor der Wohnung der Mutter, war die Mutter schon lange draußen vor der Tür und sie hat auf ihn gewartet. Und wann auch immer ein Nachbar vorbeiging, so sagte sie sehr stolz, das ist mein Sohn, der mich heute abholt, damit er mich zum Essen mitnimmt. Und subhanallah, viele haben ihre Eltern vergessen. Manche beleidigen ihre Eltern. Wallahi, manche schlagen ihre Eltern. Wenn ihre Eltern ihnen nicht geben, was sie möchten, dann schlagen sie ihre eigenen Eltern. Manche gehen nur zu ihren Eltern, wenn sie etwas von ihnen möchten. Und das ist der Zustand, den wir haben, liebe Geschwister. Und genau diese Geschwister fragen sich, warum sie keine Glückseligkeit haben. Diese Geschwister fragen sich, warum Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das Leben schwer macht. Der Grund ist ein einfacher, o Diener Allahs, weil wir nicht gut sind zu unseren Eltern. O Wallahi, ein Bittgebet von unseren Eltern kann unsere Vernichtung bedeuten. Kann unsere Vernichtung bedeuten. Es gibt Mütter, die bis zur Kaaba reisen. Sie gehen zum Hasch und sie haben ein Ziel neben der Hasch, dass sie sich der Kaaba nähern. Und dann heben sie ihre Hände und machen Bittgebet gegen ihre Kinder, die ungerecht zu ihnen sind, die sie beleidigen und sie schlagen. Sie gehen bis vor die Kaaba und sagen, ja Allah, nimm die Seele von meinem Sohn, nimm die Seele von meiner Tochter, ich hasse ihn. Ist das der Zustand, den du erleben möchtest, o Diener Allahs? Was ist zwischen dir und deinen Eltern? Wallahi al-Azim, selbst wenn deine Eltern alles von dir verlangen würden, es wäre nicht genug. Und du solltest dieses tun. Denn deine Eltern haben etwas Gewaltiges für dich getan. Hast du nicht die Geschichte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört? Wie er es vermisst hat, seine Eltern zu sehen. Wie er es vermisst hat, für sie Bittgebete zu sprechen. Dieser Gedanke hat ihn nicht verlassen. Sogar als er groß war und zum Propheten erkürt war, wir haben die Geschichte gehört, saß er am Grab von seiner Mutter und wollte Bittgebete für sie machen. Aber Allah Azza wa Jal hat ihm dieses nicht erlaubt. O Diener Allahs, wie weit willst du noch gehen mit deinen Eltern? Ein Mann kam zu Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu und er sagte zu ihm, ja Amir al-Mu'minin, meine Mutter hat sich mein ganzes Leben um mich gekümmert. Und jetzt, wo sie ein hohes Alter erreicht hat, trage ich sie die gesamte Zeit auf dem Rücken. Und wenn ich sie auf Toilette bringe, ich drehe mein Gesicht um,
aus Scham, damit ich sie nicht dabei sehe, wie sie sich säubert. Und anschließend trage ich sie wieder auf dem Rücken. Ja, Amir al-Mu'minin, o Fürst der Gläubigen, habe ich meine Aufgabe ihr gegenüber erledigt? Habe ich noch weitere Schulden bei ihr? So sagte Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu zu ihm. Er sagte zu ihm, du hast deine Aufgabe nicht erledigt. Der Mann war schockiert gewesen. Er fragte, warum, o Fürst der Gläubigen? So sagte Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, dasselbe hat deine Mutter mit dir das ganze Leben gemacht, dass sie sich ständig um dich gekümmert hat und dich getragen hat, während sie gehofft hat, dass du noch am Leben bleibst. Was dich anbelangt, so trägst du sie zwar auf dem Rücken, aber du ersehnst den Tag, an dem sie endlich stirbt. Und deswegen hast du ihr gegenüber nicht die Schuld beglichen. Wollen wir nicht ab heute versuchen, unsere Eltern zufriedenzustellen, liebe Geschwister? Wallahi al-Azim, wisse, o Diener Allahs, Allah wird niemals mit dir zufrieden sein, wenn nicht deine Eltern mit dir zufrieden sind. Und du wirst das Paradies nicht betreten, wie es in einer authentischen Überlieferung heißt bei At-Tirmidhi, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, ثَلَاثَةٌ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةِ. Drei Personen werden nicht das Paradies betreten. Und eine Person davon war Al-Aq, derjenige, der ungehorsam ist zu seinen Eltern. Dieser wird das Paradies nicht betreten. Manche Geschwister, sie beten in der Nacht und sie fasten am Tag und sie lesen den Koran und sie spenden. Und wenn du sie siehst, so sehen sie gut aus. Aber wal'iyadu billah, er ist sehr schlecht zu seinen Eltern. Er ist sehr ungerecht zu seinen Eltern. Und er betitelt seine Eltern mit Namen, die ihm nicht gebühren. Und deswegen, o Diener Allahs, wirst du niemals die Glückseligkeit in deinem Herzen bekommen. Und wisse, ein Dua von deinem Vater oder von deiner Mutter können dich zerstören bei Allah. Deswegen passe auf, wie du mit ihnen umgehst. Wenn deine Eltern auch jeden Tag von dir Geld verlangen, wisse, du bezahlst für das Paradies, nicht für deine Eltern. Denn wenn deine Eltern was von dir verlangen, du zahlst für das Paradies. Möchtest du nicht das Paradies erkaufen für diese lächerlichen 200 Euro, die dein Vater von dir verlangt hat, oder 300 Euro, die deine Mutter von dir verlangt hat? Damit bezahlst du das Paradies. Es ist nichts anderes, was du bezahlst. Liebe Geschwister, als Umaymah radiallahu anha sich um den Propheten sallam eine gewisse Zeit gekümmert hat, hat ihn dann sein Großvater Abdul Muttalib übernommen. Abdul Muttalib war der Großvater des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieser hat ihn sehr liebevoll aufgenommen und er hat ihn sehr geliebt und er war sehr stolz auf seinen Enkel. Und so hat er ihn an Plätze sitzen lassen, wo kein anderer von seinen Söhnen sogar drauf sitzen durfte. Und das war eine Ehrung für Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Abdul Muttalib, der leider als Muschrik gestorben ist, dass dieser, o Diener Allahs, immer die Nähe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesucht hat, weil er schon in ihm etwas Besonderes gesehen hat. Und bevor er gestorben ist, Abdul Muttalib, circa zwei Jahre später, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam circa acht Jahre alt war, hat er Abu Talib innigst darum gebeten, dass Abu Talib ihn übernehmen sollte. Und subhanallah, so ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann von der Person Umayman zu Abdul Muttalib und dann zu seinem Onkel Abu Talib. Eine Geschichte, die das Herz berührt. Und man sagt sich, subhanallah, so eine gewaltige Prüfung von Allah Azza wa Jal, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer die Leute um sich herum verloren hat. Aber Allah Azza wa Jal hat gleichzeitig mit dieser Prüfung auch eine Erleichterung für den Propheten sallallahu alaihi wasallam geschaffen. Nicht nur, dass er ihm Leute weggenommen hat, die er geliebt hat, nein, er hat ihm neue Leute gebracht, die sich sehr liebevoll und sehr barmherzig um ihn gekümmert haben. Und schaut, wie die Erziehung vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Daher denke niemals schlecht. Wenn Allah azza wa jalla dich mit einer Sache prüft, so wird er dir auch gleichzeitig Erleichterung mit dieser Sache bringen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Wahrlich, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Allah azza wa jalla, und ich bitte dich darauf aufzupassen, hat nicht gesagt, nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Denn das wäre sehr schwer, nach so einer Erschwernis Geduld zu zeigen, bis die Erleichterung kommt. Allah azza wa jalla hat vielmehr gesagt,
Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Bis Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, als er diese Ayah erklärt hat, er sagte, wenn die Erschwernis in einem Loch von einem Hügel hereingeht, geht die Erleichterung auch gleichzeitig mit herein in dasselbe Loch. So wird Allah Azza wa Jal dir immer Erleichterung schaffen. Und wisse, o Diener Allahs, Allah Azza wa Jal, er weiß sehr wohl über uns Bescheid, dass wir nicht viel Last ertragen. Aber gleichzeitig mit dieser Last, die Allah Azza wa Jal uns manchmal aufbürdet, hat er uns gleichzeitig eine Erleichterung geschaffen. Und dieses deswegen, weil Allah subhanahu wa ta'ala der Freundliche ist, derjenige, der sich um die Angelegenheit seiner Diener kümmert. Subhanallah, was für ein gewaltiger Rabb, Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Abu Talib gekommen ist, hat er gesehen, dass Abu Talib eine Menge Kinder zu versorgen hatte. Und es war so, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam es nicht gern gesehen hat, dass er einfach so gegessen hat und einfach dort geschlafen hat und einfach seine Aufgaben erledigt hat in diesem Haus. Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte Abu Talib nicht im Stich lassen, indem er tatenlos bei ihm im Haus gesessen hat, sondern er alaihi salatu wasallam hat dann angefangen, eine Arbeit zu machen, die jeder Prophet gemacht hat. Sag es mir, o Diener Allahs, als ob ich dich hören könnte, als ob du wüsstest, ganz genau wüsstest, welche Arbeit es ist. Du hast recht, er hat Schafe gehütet. Alaihi salatu wasallam. Und so sagte er in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمْ. Allah Azza wa Jal hat keinen Propheten entsandt, außer dass dieser Schafe gehütet hat. فَقَالَ أَصْحَابُ, dann sagten seine Freunde vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, وَأَنْت, und du auch, hast du auch Schafe gehütet? So sagte er, نَعَمْ, so habe ich auch die Schafe gehütet, wie jeder andere Prophet auch. Allahu Akbar. Und das ist eine wichtige Sache, aus der wir ebenfalls eine große Lehre ziehen, liebe Geschwister. Erstmal die Anteilnahme vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er seinen Onkel nicht einfach sich selbst überlassen hat und gesagt hat, er wird schon irgendwie uns durchbringen. Ich schaue mal, womit ich mich am liebsten beschäftige und alles, was in diesem Haus passiert, so geht mich dieses nicht an. Wallahi, wie viele Jugendliche leben im Haus. Sie haben keine Arbeit. Sie haben nichts zu tun. Und noch mehr, sie dirigieren ihre Eltern. Sie befehlen ihre Eltern links und rechts, als ob sie die Eltern der Eltern wären. Und das sehen wir in dieser heutigen Zeit. Sie sitzen nutzlos da. Sie wollen nicht arbeiten. Jede Arbeit, die du ihnen vorschlägst, so ist er sich zu stolz, um diese Arbeit zu machen. Bist du besser als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Schafe gehütet hat. Und das natürlich hat eine große Bedeutung, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mitgefühlt mit Abu Talib, so dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Geld verdienen gegangen ist, damit Abu Talib Entlastung hat. Aber die Jugendlichen in dieser heutigen Zeit, sie lehnen alle Jobs an, weil er ist überqualifiziert. Er ist so überqualifiziert, dass er nicht mal einen richtigen Hauptschulabschluss hat. Er ist so überqualifiziert, dass er die Schule vorher abgebrochen hat. Er ist so überqualifiziert, dass er 3 Ausbildungen abgebrochen hat, 2 Studiengänge abgebrochen hat. Aber wenn du ihm mit einem Job kommst, der ein guter, normaler Job ist, so ist er nicht damit zufrieden. Nein, er möchte am besten Präsident von einem Land werden. Und so sehen wir viele Jugendliche, die es leider versäumen, ihren Eltern zu helfen im Haushalt. Und sie sind nicht einmal nützlich im Haushalt tätig. Wallahi, wie viele Väter beschweren sich darüber, dass sie eigentlich Jungs bekommen haben, die keine Jungs sind. Die Mädchen machen vielleicht manchmal sogar mehr als die Jungs. Ist es das, was ihr wollt, o Diener Allahs? Allah Azza wa Jal hat dir mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam das beste Beispiel gegeben. Sei jemand, auf den sein Vater stolz ist. Sei jemand, der seinem Vater zur Seite steht. Wallahi, wir haben Geschwister, sie machen alles an Ibadah, aber du siehst, er hilft seinem Vater nicht. Er kümmert sich nicht um die Angelegenheit seiner Eltern. Und wir sagen ihnen, du bist nicht besser als jemand, der vielleicht viel weniger an Ibadah macht. Aber dieser kümmert sich um die Angelegenheiten seiner Eltern. Dieser ist besser als du. Warum?
weil Allah Azza wa Jal uns befohlen hat, zu unseren Eltern gütig zu sein. Und Güte bedeutet nicht, dass du erst abwartest, bis sie dich nach einer Sache fragen, sondern Güte bedeutet, dass du sie fragst, was sie möchten, bevor sie dich fragen. Bevor sie dich fragen, o Diener Allahs. Daher helfe deinen Eltern. Und sei kein Nichtsnutz zu Hause, der die ganze Zeit nur mit der Playstation spielt und seine Mutter ihn sogar das Essen in seinem Zimmer hereinserviert. Die Mutter kommt herein und sie sammelt die schmutzige Wäsche von seinem Zimmer auf. Und sein Zimmer, man sieht nicht einmal mehr den Teppich, weil das Zimmer so voll beladen ist mit irgendwelchen Dingen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen recht leiten. Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er nahm diese Arbeit an. Er hat Schafe gehütet, weil dieses auch ein Job ist, wo man kein Bedenken hat, ob das halal ist oder nicht. Dieser Job ist ein Job, wo du 100% gewiss bist, dass dieses Geld, was du verdienst, halal ist. O Diener Allahs, wie viele Leute fragen sich heute, wie viel Geld kann ich bei einem Job verdienen? Und sie fragen sich nicht, wird Allah Azza wa Jal mit diesem Job zufrieden sein? Sie fragen sich nicht diese Frage. Du hörst Leute, Brüder, Schwester, wie sie stolz präsentieren, dass sie Bankkaufmann oder Bankkauffrau sind. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, ob das halal ist? Allah Azza wa Jal verflucht euch von morgens bis abends. Denn derjenige, der mit Zinsen handelt und derjenige, der Zinsen gibt oder nimmt und derjenige, der die Zinsen aufschreibt, und das ist der Job von einem Bankkaufmann. So wisse, o Diener Allahs, Allah Azza wa Jal verflucht dich nicht nur. Das wäre, wal'iyadu billah, genug an Strafe. Allah erklärt dir den Krieg. Allah erklärt dir den Krieg. Aber es sind die 3000 Euro, die ihn begeistern. Es sind die 4000 Euro, die ihn begeistern. Alles andere vergisst er. Er weiß nicht, dass er sich und seine Familie mit Haram, mit Verbotenem ernährt. Und er weiß nicht, dass er morgen dafür zur Rechenschaft gezogen wird. O Diener Allahs, wie gewaltig ist dieses? Und ich möchte abschließen, indem ich meine Geschwister dazu aufrufe, dass sie zu Hause helfen sollen, dass sie ihre Eltern zufrieden machen, dass sie immer daran denken, nützlich zu sein, nicht nur im Haushalt, auch in der Gesellschaft, o Diener Allahs. Höre, was einige der Rechtschaffenen, der Gelehrten gesagt haben. Sie sagten, عرق العامل أفضل من عطر العاطل. Der Schweiß von jemandem, der etwas tut und deswegen ins Schwitzen gekommen ist, dieser Schweiß ist besser als der Parfümgeruch von jemandem, der ein Nichtsnutz ist, der nichts Vernünftiges macht. Wir sehen unsere Shabab, sie duschen, nichts Schlimmes, und parfümieren sich, dass eine ganze nächste Stadt sie riechen kann. Aber er ist ein Nichtsnutz. Er macht nicht viel. Nein, ja, Ikhwa, das ist nicht gut. Einer, der vielleicht nach Schweiß riecht und er kommt nach Hause und er gibt seinen Eltern etwas ab und er hat Anteil an diesem Haushalt, so ist er viel besser als diese Person, der parfümiert herausgeht, aber keinen Nutzen für seine Eltern und auch keinen Nutzen für die Gesellschaft gebracht hat. Und wisset, o Diener Allahs, die Arbeit von einem, der Schafe hütet, hat viele Vorzüge. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dieses getan wie jeder andere Prophet. Er hat diese Schafe gehütet und dieses bringt Bescheidenheit in deinem Herzen herein. Dass man Schafe hütet, verleitet einem dazu, bescheiden zu sein. Und schaut, liebe Geschwister, anders als ein Kamelbesitzer. Der Kamelbesitzer zieht das Kamel hinter sich. Und dieser hat einen ganz anderen Stolz als die Bescheidenheit von jemandem, der Schafe hütet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein bescheidener Mensch, durch und durch. Wallahi al-Azim, du wirst niemanden finden, der bescheidener war als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Wie viele Hochmütige wir in dieser heutigen Zeit sehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, أَكُلُوا كَمَا يَأْكُلُوا الْعَبْدُ. Ich esse wie ein gewöhnlicher Diener sitzt. وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ. Und ich sitze wie ein gewöhnlicher Diener sitzt. وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ. Und ich bin wahrlich nichts anderes als ein gewöhnlicher Diener. Hast du so eine Bescheidenheit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Oder sitzt du nur mit Leuten, die deinesgleichen sind? Und schaust du auf andere Leute herab und denkst, du bist besser als den und den? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Schafe gehütet. Und dieses Schafe hüten hat eine Bedeutung, liebe Geschwister. Man lernt,
eine Umma zu führen. Und das hat jeder Prophet gemacht. Denn die Schafe, sie sind nicht wie andere Tiere, sondern du musst sie immer zusammenbringen, zusammenführen. Du musst dich um die Angelegenheit von den Einzelnen kümmern. Der eine rennt hier hinweg, der andere dorthin. Du musst sie beschützen vor den Wölfen. All diese Arbeit hat sich später nützlich gezeigt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein ganzes Volk geleitet hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit unserem Liebling Muhammad sallallahu alaihi wasallam in das höchste Paradies eingehen lassen. Und möge Allah azawajal uns nicht von seiner Rechtleitung abweichen lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von der Shaitan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben.